Moin Moin Leute, Ahrensburger Alex. Wie immer hier, willkommen zu einem weiteren Tutorial für die Karte Dead of the Night. Und ich werde euch heute zeigen, wie ihr denn super einfach die Wunderwaffe bekommen könnt. Und dafür müssen wir einfach nur 4 Symbole in die richtige Farbe und in der richtigen Reihenfolge an diesem Tresor eingeben, wo wir auch eine weitere Pistole finden. Das ist übrigens die Pistole namens Alistairs Torheit. Ist so ähnlich wie die Raygun, macht also sehr, sehr guten Schaden, macht auch Splash Damage. Aber der große Vorteil ist nicht wie bei der Raygun, dass ihr euch damit Schaden machen könnt, also euch selbst damit schaden könnt, sondern ihr seid damit einfach unversehrt. Ihr könnt auf den Boden schießen, theoretisch, und somit Zombies schaden, aber euch nicht mit dem Schuss. Und um die Waffe zu bekommen, müssen wir einfach nur 4 Symbole auf der Karte finden und natürlich zeige ich euch hier genau, welche Farben und welche Symbole ihr finden müsst. Wir fangen mal an mit den blauen Symbolen. Die Reihenfolge spielt dabei übrigens keine Rolle, aber das blaue Symbol befindet sich auf dem Friedhof, einmal hier rechts in der Ecke. Neben der Treppe befindet sich einmal ein Spot, dann befindet sich hier oben an dem Dach ein Spot und hinten bei dem Löwen am Grabstein ist auch ein dritter Spot. Das sind alle 3 Spots, die ich bisher gefunden habe auf dem Friedhof. Und das wäre auch das erste Symbol. Das gebe ich hier schon einmal ein. Wir müssen aber nicht jetzt nach jedem Symbol das Symbol dort eingeben. Wir können theoretisch auch alle 4 Symbole erst einmal sammeln und dann diesen Code eingeben. Wir begeben uns weiter zum Gewächshaus. Da befindet sich hier ganz versteckt an der Wand ein Symbol. Dann gehen wir einmal hier entlang, wo wir auch in Richtung Perk gelangen. Doch jetzt gucken wir hier links rein. Dort sehen wir auch schon dieses D. Und hier hinten im Haus drin haben wir einen weiteren Spot für das grüne Zeichen. Und hier ist ein weiterer Spot für das grüne Zeichen. Hier haben wir also 4 verschiedene Spots für das grüne Zeichen. Das gebe ich hier auch jetzt schon mal auf dem Automaten hier ein. Hier sehen wir auch schon, das D ist eingegeben. Perfekt, ab geht's zum nächsten Spot. Da haben wir jetzt das rote Symbol. Das befindet sich einmal hier im Esszimmer. Kann es hier an der Wand spawnen. Ungefähr zumindest in dem Bereich müsste es spawnen. Dann begeben wir uns jetzt erstmal nach oben in Richtung Schlafzimmer. Und dort sehen wir auch direkt das Symbol. Das ist so ungefähr wie ein A, kann man sagen. Das Symbol haben wir uns jetzt auf jeden Fall gemerkt. Die weiteren Locations übrigens für das rote Symbol befinden sich in der Nähe vom Spawn. Hier soll das wohl spawnen. Ich habe es da bisher noch nicht gesehen. Aber in dem Bereich soll es wohl ungefähr spawnen. Und sollte es da nicht sein, kann es immer noch sein, dass es bei euch unten im Weinkeller spawnt. Und zwar an einer dieser Weinfässer, welches wir hier bei diesen Zombies spawnen sehen. Und zwar genau hier auf dem soll es dann spawnen. Das waren schon mal 3 von 4 Symbolen. Jetzt kann man theoretisch das letzte Symbol auch einfach raten. So habe ich das zumindest in der ersten Runde gemacht. Hat auch so funktioniert, aber ich zeige euch natürlich trotzdem noch die letzte Location. Dafür begeben wir uns zu den Ausgang zu Packer Punch hin, in die Nähe zumindest, also da, wo wir zu Packer Punch gelangen. Gucken hier nach links und hinterm Gebüsch sehen wir jetzt an der Wand das Symbol. Allerdings kann es auch hier an der Wand spawnen. Dann drehen wir uns einmal um und hier hinten an der Ecke kann es spawnen, genau dort an der Wand. Oder sollte es dort ebenfalls nicht sein, begeben wir uns dann sogar nochmal zum linken Balkon hin und beziehungsweise wir gucken dorthin. Und zwar soll dort noch ein weiterer Spawnpunkt sein. So, jetzt wenn wir alle 4 Symbole haben, begeben wir uns zur Waffe hin, geben diesen Code jetzt komplett ein und klicken dann etwas weiter nach oben auf Viereck, um das Ganze zu bestätigen. Wenn alle Symbole richtig sind, geht das mich hier auf und wir bekommen die Waffe komplett gratis. So einfach ging das, Leute. Wirklich sehr, sehr unkompliziert. Sollte man auf jeden Fall machen, denn diese Waffe ist echt verdammt stark. Die kann man auch, so wie es aktuell aussieht, sogar upgraden. Allerdings sind da noch nicht alle Schritte bekannt. Ich werde natürlich da auf den Laufenden halten, sobald ich da Bescheid weiß. Also Leute, ich würde mal sagen, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, lasst gerne auch ein Abo da. Um natürlich auch keine Videos zu verpassen, könnt ihr auch die Glocke aktivieren, um wirklich sicher zu gehen, sie nicht zu verpassen. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war's jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken und ja, bis bald.